Grüß dich, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute soll es um die Tischkreissäge gehen und nicht irgendeine, sondern die GTS 10X10. Heute räumen wir nämlich ein bisschen auf, beziehungsweise lösen diesen Hype um diese Säge aus. Ich war einer der Ersten, der sich die hier auf YouTube zugelegt hat, besser gesagt der Erste, der damit angefangen hat, auf YouTube zu arbeiten. Und ich möchte dir jetzt meine Erfahrung nach 7 Jahren so mitteilen, besser gesagt, warum ich mir sie wahrscheinlich heute nicht mehr kaufen würde. Bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, dieses Video ist gesponsert von plattenzuschnitt24.de. Das ist mein Plattenpartner. Dort findest du Multiplexplatten, beschichtete Dekorplatten, Siebdruckplatten, Sperrholzplatten, Acrylglasplatten, gelasert, kantenvoll und ganz bearbeitet, geschliffen und poliert oder entgratet. Dort findest du auch Klebstoffe, wie du beispielsweise Acrylglasplatten zusammenkleben kannst und. Unten in der Videobeschreibung findest du mal einen Rabattcode und einen passenden Link für 5% Rabatt, wenn du dort einkaufst. Ich würde sagen, viel Spaß bei diesem Video. So, meine Freunde, die gute alte Tischkreissäge. Wahrscheinlich hat die jeder zweite von euch und wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, viele können mir wahrscheinlich nachempfinden und haben die Probleme auch. Warum, weshalb ich dieses Video mache? Ich hatte letztens einen Kommentar gehabt, da hat sich ein Zuschauer die Säge gekauft und war so ein bisschen unzufrieden. Er hat gesagt, dass beim Hochkurbeln irgendwie das Sägeblatt schwer zu kurbeln geht oder verklemmt und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, diese Säge wird ja sehr, sehr hoch gelobt, auch von mir. Ich habe sie sehr hoch gelobt. Also es gibt keine vergleichbare Säge auf dem Markt. Vor allem, ich hatte damals um die 1200 Euro dafür bezahlt. 5 Jahre, 6 Jahre her. Und jetzt kriegst du die für 600, 700 Euro. Aber ich möchte euch ein paar Sachen zeigen, die eigentlich fast gar keiner erwähnt. Und ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar geht es ganz einfach damit los, mit dem Spaltkeil. Dass ich ziemlich schnell Probleme hatte, dass dieser Spaltkeil, den kannst du eigentlich nach oben und nach unten drücken und dass der sich ziemlich schnell verstopft beziehungsweise mit Späne zusetzt. Das ist natürlich was ganz, ganz Tolles mit dem Spaltkeil, dass man beispielsweise verdeckt liegende Schnitte sägen kann. Das heißt, ich kann den Spaltkeil zurückdrücken und ich kann dann mit dem Sägeblatt verdeckt liegende Schnitte machen. Aber das Ganze setzt sich wirklich mit Späne zu mit der Zeit. Und man hat dann, ja, mit der Zeit ist es halt sehr, sehr schwer. Oh, ihr seht jetzt hier, der kommt hoch und der kann natürlich auch wieder runterfahren. Ich wollte euch nur zeigen, wie schwer das ist, dass ich jetzt schon eine Zange nehmen muss. Und das ist natürlich gar nicht gut für so einen Spaltkeil, denn der verformt sich so ein bisschen. Und dann ist natürlich, eigentlich ist das hier gar nicht erlaubt, ne, dass ich hier hin und her das ganze Ding biege. Denn dann ist ein sauberer Sägeschnitt gar nicht mehr gewährleistet. Du kriegst das Holz gar nicht mehr richtig durchgeschoben. Ja, und das ist halt total nervig, dass sich dieser Spaltkeil hier wirklich mit der Zeit zusetzt. Mit Späne, mit Staub, mit Holzstaub. Und ja, man das Ganze förmlich hier wieder abschrauben muss, den Spaltkeil zerlegen. Man sieht es hier auch schon, die Späne, das Fett oder Öl, je nachdem, was im Holz ist, was man sägt, Harz beispielsweise, dass sich das hier alles ja dazwischen setzt und dass das Ganze erschwert. Und wo wir gerade dabei sind, das ist mir wirklich ja gleich als Erstes aufgefallen, das habe ich auch damals in meinen Videos gesagt, die Oberfläche. Da hatte ich auch ganz viele Nachrichten gehabt, wirklich unzählige über die Jahre. Hast du das auch, dass sich die Oberfläche ablöst? Hast du das auch, dass die Oberfläche sehr schnell zerkratzt? Aber wenn wir uns das Ganze mal genauer anschauen, die Oberfläche ist wirklich sehr, sehr stark verkratzt. Das ist natürlich hier eine Pulverbeschichtung oder eine Beschichtung, die sich mit der Zeit ablöst. Natürlich ist es hier ein Maschinentisch, ein Tisch, wo drauf gearbeitet wird. Aber ich kann euch sagen, das Ganze hat sich ziemlich schnell abgenutzt und daran müsst ihr euch gewöhnen. Mich persönlich hat es jetzt nicht gestört, aber ich habe halt wirklich ganz, ganz oft Zuschriften bekommen, ob das bei mir auch so ist. Und ja, es ist gewesen und es ist noch immer so. Und wo ihr gerade mal hier seid, wechseln wir mal ganz schnell das Sägeblatt. Ich muss sagen, das geht ganz schön gut bei der Maschine hier. Ich bin sehr zufrieden,
Ich habe wirklich in meiner Ausbildung unzählige Sägeblätter immer gewechselt. Und hier kommt man eigentlich ganz, ganz gut ran. Und der Wechsel geht auch wirklich sehr, sehr schnell, wie ihr sehen könnt. Ich baue jetzt das Sägeblatt aus, weil ich euch mal die Absaugfunktion zeigen möchte. Und damit bin ich auch wirklich nicht zufrieden. Ich habe die zwar jetzt vor ein paar Tagen mal gereinigt, aber ich möchte einfach mal auf das Problem darauf hinweisen oder euch das zeigen. Und so könnt ihr das, glaube ich, besser sehen. So, wenn wir jetzt mal hier reinschauen, beispielsweise im Seitenraum, da könnt ihr jetzt schon die Späne sehen, ne? Das Ganze lagert sich wirklich extrem. Und das soll eigentlich nicht sein, ne? Eigentlich sollte sich die ganze Späne hier in diesen Späne-Auffangbehälter quasi unter dem Sägeblatt auffangen. Und da hinten ist auch ein Loch, was ihr sehen könnt. Naja, ganz hinten, ne? Das kann man jetzt ganz schlecht erkennen. Jeder, der die Säge hat, weiß es, dass da hinten dann dieser Ansaugstutzen, da ist er nämlich. Und das Ganze verstopft ziemlich schnell. Und ja, warum passiert das? Wie merke ich das? Ich merke einfach, dass die Späne hochfliegt und dann weiß man gleich, okay, das ganze Ding ist schon wieder verstopft. Ich muss das Sägeblatt ausbauen, das Ganze wieder reinigen. Dann ist natürlich die Gefahr, oder es lässt sich halt sehr, sehr schwer reinigen, ne? Also hier ist wirklich wenig, wir haben vielleicht hier 5-6 Zentimeter, wo ich dann... Also mit meiner Hand komme ich da nicht rein, das möchte ich euch sagen. Das heißt, du musst einen Stock nehmen oder irgendwie so ein Stück Holz, womit du das Ganze dann freistocherst. Da musst du wieder hinten rangehen, den ganzen Schlauch abnehmen. Dann hat sich natürlich das Ganze dann im Schlauch nochmal festgesetzt. Also das Ganze ist noch nicht wirklich ausgereift. Es gibt natürlich 1-2 Videos auf YouTube. Oh, jetzt kriege ich noch nicht mal das Ding hier auf. Es gibt natürlich 1-2 Videos auf YouTube, wo das Ganze so ein bisschen gepimpt wird. Aber ich finde, für den Preis sollte das Ganze auch funktionieren, ne? So, was habe ich jetzt hier für Probleme? Ich mache das Ganze eigentlich auch immer von rechts. So, aber Sägeblatt wechseln funktioniert hier wirklich sehr, sehr gut. Ist richtig einfach und macht Spaß. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Parallelanschlag. Ich habe das Gefühl jetzt gehabt mit der Zeit, dass der nicht mehr so wirklich genau arbeitet. Das heißt, einmal hakt er so ein bisschen, ne? Also er gleitet nicht mehr wirklich so wie früher. Kann natürlich auch sein, dass hier ziemlich verdreckt ist. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich das Ganze spanne, ich habe mir schon das Ganze angewöhnt, dass ich den so nehme, nach hinten ziehe und dann das Ganze festspanne. Und ich habe ganz, ganz oft festgestellt, wenn ich hier anfange zu säge, dass der hinten ein bisschen abläuft. Sprich, es liegt nicht daran, dass ich das Material falsch ranlege, weil ich schiebe hier immer so ein bisschen zum Spaltkeil hin, ne? Sondern der Spaltkeil spannt nicht exakt parallel zum Sägeblatt. Das sind vielleicht ein halber Millimeter. Millimeter ist es noch nicht, aber so ein halber Millimeter. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich ärgerlich. Man hat noch nicht die Möglichkeit, das Ganze hier einzustellen. Ja, darf natürlich nicht sein, ne? Ja, ich möchte dir natürlich die Säge jetzt nicht ausreden, ne? Also es kann natürlich sein, dass der Spaltkeil Verschleißerscheinung hat, dass das nicht so ist. Ich weiß es nicht, vielleicht hast du ja so eine Tischkreissäge zu Hause stehen, genau das gleiche Modell, wahrscheinlich jeder zweite, wie gesagt. Lass es mich doch mal wissen, lass einen Kommentar da, dann kannst du auch anderen Leuten helfen, die gerade das Video schauen. Ansonsten sind das so die 2-3 Sachen, die mir bei dieser Säge aufgefallen ist. Und die ich euch so mitteilen kann. Ansonsten hat die wirklich sehr, sehr gute Dienste geleistet und ich bin eigentlich immer recht zufrieden damit gewesen. Unten in der Videobeschreibung findest du nochmal einen Link von meinem gesamten Werkzeug. Dort findest du diese Säge, meine Kappsäge und alle anderen Maschinen von, ich weiß nicht was, vom Bleistift, vom Winkel, von Farben, von Schleifwerkzeugen, von
Druckluftspray, was ich gerade verwendet habe, wenn der Kompressor mal aus ist oder auch sein soll. Dort findest du alles verlinkt. Ansonsten findest du hier nochmal zwei weitere Videos von mir. Vielleicht sind die auch für dich interessant. Vor allem Einsteigerprojekte, wie du beispielsweise dir einen eigenen Gartentisch bauen kannst oder wie du hier eine multifunktionale Werkbank dir bauen kannst aus Sperrholz. Und das Ganze hält nur mit Leim. Natürlich kannst du die eine oder andere Schraube reinziehen, aber das Ganze hält wirklich nur mit Leim. Schau es dir an und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbauen oder beim Ansehen. So, ciao.